Am 9. Februar gehörte die Messe Klagenfurt wieder den tanzfreudigen und natürlich auch den ballbegeisterten Publikum. Die Rede ist von der Redoute 2013. Angefangen hat alles mit einer Handvoll Idealisten, die das Zeitalter der verstaubten Parteibälle für beendet erklärten und mit der ersten Redoute im Jahre 1989, damals noch im Konzerthaus Klagenfurt, gesellschaftliches Neuland bestritten. Im Laufe von mittlerweile 21 Jahren hat sich die Redoute österreichweit zur größten und bestbesuchtesten gesellschaftlichen Ballveranstaltung nach dem Wiener Opernball entwickelt, wo jeder seine persönlichen Highlights und musikalischen Vorlieben hat. Das persönliche Highlight ist, dass ich einige Stunden mit meiner Gattin gemeinsam unterwegs bin, was bei uns beiden ja sehr selten der Fall ist, und das ist für mich überhaupt der Höhepunkt. Einige Tänzchen, viele nette Gespräche, einige Gläschen gehören natürlich auch dazu. Ja, und eine schöne Ballnacht zu verbringen, ist auch für mich sehr entspannend. Das Motto ist sehr schönes mit Red Pack und mit allen Showgrößen international, die heute hier vertreten sein werden. Die haben wir ja auch viele auf den Plakatwänden gesehen. Das heißt, es wird sicherlich ein sehr, sehr stimmiger, sehr, sehr schöner Abend werden, der dem schönsten Land, nämlich Kärnten, würdig sein wird. Naja, ich freue mich eigentlich auf die Vielfältigkeit. Also, dass man da in Wahrheit in einer halben Stunde, wenn man eine Runde macht, einfach Musik oder auch Menschen trifft, die man gerne trifft, dass man verschiedene Musikrichtungen erleben kann, dass man eine Gesellschaft erleben kann. In Anbetracht der geballten Wirtschafts- und Politprominenz kann der Redoute zu Recht als Opernball des Südens bezeichnet werden, mit dem Motto Sweet Soul Music, Träumen und am Sternenhimmel, und das auf vielen bunt gestalteten Bühnen. Ich würde sagen, Redoute ist ein Highlight in der Saison und mir gefällt die Gesamtmischung. Man handelt sich von einer Ebene zur anderen. Und am Schluss landet man halt wirklich in einer Lautstärke, wo man sich dann der Musik voll hingibt. Wir freuen uns schon drauf. Ich war noch nie bei der Redoute und deswegen bin ich schon voll gespannt, wie es wird. Aber ich habe nur Gutes gehört und ja, freue mich schon. Ja, sehr gut. Also es ist für mich der schönste Ball in Kärnten, den es gibt. Also ich war zwar schon auf anderen, aber die Redoute ist einfach mit Abstand der angenehmste und schönste. Also ich habe schon viel von der Redoute gehört, dass sie wunderschön ist und immer schön dekoriert und super Bands zum Tanzen. Und die lassen mich jetzt heute wirklich überraschen, also keine Ahnung. Und wirklich alle waren sie mit dabei und freuen sich heute schon auf die kommenden schwungvollen Redoute-Nächte.